Jacare, Jacare, Jacare. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Jacare, Jacare, Jacare. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Jacare, Jacare. Was ist das denn? Hey! Ha! Ich hab euch reingelegt! Lindenbaum! Das haben wir an unserem Damm gefunden. Wir schenken es euch. Ihr macht es wieder heil und dann singt ihr lustige Lieder und fahrt mit uns herum. Abgemacht. Das tun wir. Klebt wie Honig. Prima, damit dichten wir das Loch ab, kleiner Dachs. Ja. Hoppla. Und schmeckt der Baumsaft auch wie Honig? Hilf mir lieber, das wieder abzukriegen, anstatt dich hier kringelig zu lachen. Ah, geschafft. Das müsste reichen. Wir lassen es über Nacht trocknen und machen morgen eine kleine Tour. Das klebt wie Honig. Ist ja gut. Ich will endlich schlafen. Oh, 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 die Sonne scheint. Das Kanu schwimmt! Oh, 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 das Kanu schwimmt! Hör auf damit! Davon kriegt das Kanu ja noch mehr Löcher! Oh, hey! Ja, hey! Hör auf, sonst läuft das Kanu voll! Oh, meine Mokassins sind nass! Ist das blöd! Die müssen erst mal wieder trocknen. Oh, 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 der Fuß ist nass. Oh, oh, oh. Mein Magen knurrt schon wie ein Bär von dieser Paddelei. Wollen wir was essen? Oh ja, ich hab auch schon Hunger. Da vorne wachsen Beeren. Beeren? Machst du Witze? Wie soll man davon satt werden? Das ist nichts für einen Jäger wie mich. Ich brauche Fleisch. Aber du kannst gern Gras futtern, wenn du willst. Meine Mokassins sind weg. Ah. Ah, das macht nichts. Ein richtiger Jäger kann auch prima ohne Mokassins jagen. Ja. Dann mal viel Glück bei der Jagd, kleiner Dachs, aber nimm dich lieber in Acht vor Igeln. Oh. Gut, dann gehe ich hier lieber nicht weiter. Ich werde nicht so gern belauscht. Ah, meine Jungen spielen gern. Ach so.
Dann waren das also deine gelben Augen, die mich die ganze Zeit hier beobachtet haben. Meine? Wohl kaum. Sieh doch hin. Meine Augen sind braun. Stimmt, aber was für ein Tier habe ich dann gesehen? Es muss ein Räuber gewesen sein. Pass gut auf deine Kleinen auf, Vater Kojote. Wir fürchten uns nicht. Kommt, Kinder. Zeigt der Kari den Trick, den ich euch beigebracht habe. Hey, was ist denn das? Das ist einer unserer Kojotentricks, der uns schon oft gerettet hat. Wir nennen ihn sich Totstellen. Die meisten unserer Feinde jagen nur lebendige Beute, nichts Totes. Absolut täuschend. Das funktioniert wirklich gut. Oh, na, ihr übt ja noch. Verloren, du hast dich bewegt. Streng dich mehr an, Reißzahn. Ein Wespenstich ist immer noch angenehmer als ein Puma-Biss. Ich muss jetzt wieder los. Mein Freund macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich begleite dich. Die Nacht kommt bald und du wirst den Schutz eines klugen Kojoten brauchen. Lauft schnell zu eurer Mutter, Kinder. Und bleibt im Schutz der Höhle, bis ich wieder zurückkehre. Warte kurz hier, Yakari. Hm? Hey, das war aber nicht gerade besonders höflich von dir. Viel Kraft hat uns die Natur nicht gegeben, aber wir sind sehr listig. Kleiner Dachs? Kleiner Dachs, wo bist du? Na, suchst du jemanden? Meinen Freund Kleiner Dachs, er wollte auf die Jagd gehen, aber er müsste eigentlich längst zurück sein. Der Jäger ohne Schuhe? Den habe ich vorhin erst noch gesehen. Bei diesem Tier, das uns belauert, mache ich mir Sorgen. Dein barfüßiger Freund muss sich verirrt haben. Bleib hier, dann findet ihr euch wieder. Schlaf jetzt, Yakari. Kleiner Dachs! Kleiner Dachs! Kleiner Dachs! Wo bist du? Yakari, wach auf, Yakari. Kleiner Dachs. Bei der Jagd bin ich auf die Spur deines Freundes gestoßen. Er verfolgt einen Puma. Was sagst du? Das ist ein Puma? Der Puma merkte, dass er verfolgt wird und hat den Spieß umgedreht. Dein Freund konnte sich in eine Höhle flüchten. Er versperrte den Eingang mit einem Felsbrocken. Aber nun kommt er nicht mehr heraus. Was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Komm mit. Die verflixte Höhle hat keinen zweiten Ausgang. Das kann nicht wahr sein. Er ist immer noch da. Schläft er wirklich niemals? Hau ab! Ich muss tagelang hier drin bleiben, wenn das so weitergeht. Siehst du, da ist er. Ich werde ihn weit weglocken und in der Zwischenzeit befreist du deinen Freund. Ja, und du? Du weißt doch. Nicht stark, aber... sehr listig. Viel Glück, Kojote. Hallo, Pumachen. Na, du alter Faulpelz. Wollen wir wetten, dass ich viel schneller laufen kann als du? Willst du etwa nicht? Aha, nicht nur faul, sondern auch noch feige dazu, hä? Feigling, 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 hallo, Feigling. Wenn das mal gut geht. Na, Feigling, Feigling. Na los, kleines Kätzchen. Viel Glück, Kojote. Yakari! Bist du da, kleiner Yakari? Das hat geklappt. Endlich komme ich hier raus. Danke, Yakari. Warte auf mich. Beeil dich. Sehr gut. Damit steht der Sieger fest. Geschieht dir recht. Du
hättest dich eben nicht mit mir anlegen sollen. Ich bin nur leider kein Aasfresser. Aber wenn ich an dieses Menschlein in der Höhle denke... So ein Dummerchen. Hoffentlich hatten sie genug Zeit zu fliehen. Er ist weg. Die haben mich glatt reingelegt. Na? Sehr gut, Kojote. Danke. Für alles. Wieder einmal hat die List über die Muskelkraft gesiegt. Hey, die beißen ja. Oh, lass das. Oh, ja. Na? Was kommt denn? Ja, Kari, was ist denn nur hier los? Oh. Wir haben euch wiedergefunden. Ach, wie schlau. Schlau. Gute Idee, kleiner Dachs. Ab jetzt nenne ich dich Schlau für zwei. Denn du bist das klügste Tier, dem ich je begegnet bin. Kari, du hattest was versprochen. Ob euch das wirklich gefällt, Lindenbaum? Hm? Weißt du... Na, versprochen ist versprochen. Die Sonne scheint, das Kanu, das schwimmt und die Wacker nicht auszuhalten. In der Sonne.